guten Morgen, junge Leute aus Leon Borgelal in Heilorten. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich heute hier seid zum ersten Leon Borgelal Jugendforum. Erzähl mal, warum bist du hier? Also ich bin hier, weil ich halt auch das Leonberg eigentlich relativ cool finde, aber trotzdem, ich finde ein paar Sachen fehlen noch, wo die Jugend sich dann halt auch aufhalten kann. Es wurde in der Klasse gefragt, wer das machen möchte. Ich wusste am Anfang nicht genau, was es ist, aber ich fand es ja, interessant und bin dann hergekommen. Meine Lehrerin hat mich hierher geschickt als Klassensprecher. Also ich finde gerade, das Freizeitangebot sollte vergrößert werden. Zum Beispiel Frauenfußball oder sowas gibt es hier einfach nicht. Und ich spiele halt selbst Fußball und fände das halt einfach gut, wenn es das hier auch gibt. Ein paar Sachen habe ich schon. Zum Beispiel könnte man das Hallenbad vielleicht ein bisschen besser ausstatten. Die Öffnungszeiten vom Leo Center, wie schon der Bürgermeister gesagt hat, oder der Moderator, ich weiß nicht mehr ganz. Oder vielleicht die Öffnungszeiten vom Leobad, ja, dass man die vielleicht ein bisschen verlängern könnte, sowas. Ja, halt wie gesagt, vielleicht einfach ein Kino, weil dazu muss man im Moment noch nach Sindelfingen oder Böblingen oder irgendwo hinfahren. Und das wäre schon ganz cool hier. Genau, heute früh hat der Herr Schuler begrüßt die ganzen Jugendlichen. Ich glaube, er war sehr beeindruckt, dass es einfach so viele sind, die mitmachen. Danach ging es weiter, indem die Jugendlichen sich überlegt haben, also nach verschiedenen Aufstellungen, wie fühlen sie sich hier auch in Leonberg oder was ist, glauben sie, dass Politik sie ernst nehmen? Es gab so verschiedene Aufstellungen. Danach haben sich Jugendliche überlegt, was sind eigentlich Themen, die die Stadt bearbeiten kann? Was macht die Stadt eigentlich? Jetzt ging es dann weiter mit dem Thema, so was gefällt ihnen, was gefällt ihnen nicht, so was haben sie Fragestellung, was finden sie total scheiße. Und aus diesen Kärtchen wurden jetzt Gruppen gebildet zum Thema Sportplätze, zum Thema Sporthallen, zum Thema Schule, ganz vielfältig. Und da erarbeiten sie jetzt ganz konkret, was sind die Themen, was wünschen sich dabei, ganz möglichst konkret, weil je konkreter es ist, umso besser kann man es dann auch umsetzen. Also unser Thema war Jugenddisco und wie wir damit Leonberg verbessern können und was für die Jugendlichen ansprechend wäre und was wir uns dabei wünschen würden. Also wir haben uns mit den Jugendplätzen beschäftigt, was man machen könnte, wo sich dann Jugendliche treffen könnten. Ja, wir hatten jetzt die Idee, dass wir einen Jugendcafé machen und zwar nicht so wie die Jugendcafés, die es schon gibt, sondern dass es halt auch von Schülern allein betrieben wird und dass man es halt auch wie ein echtes Café macht, nur vielleicht halt ein bisschen kleiner und gerade auch für Jugendliche, von Jugendlichen, ja. Und wir wollten außerdem, dass wir Räumlichkeiten haben, die man für eine Party oder für sonst was irgendwie mieten kann und die auch günstig ist und nicht so teuer. Ja, coole Ideen. Und wie findet ihr das Jugendforum so insgesamt bisher? Glaubt ihr, dass ihr da ernst genommen werdet? Ja, also ich meine, das Jugendforum wäre ja nicht gemacht, wenn sie uns nicht ernst nehmen würden. Deshalb glaube ich schon, dass die unsere Meinung und unsere Ideen auch berücksichtigen. Und da kommen ja auch gleich Politiker und die werden sich die Ideen auch anschauen und dann bekommen wir vielleicht Unterstützung von denen. Wir haben jetzt gesagt, was wir wollen. Wir haben unsere Ideen eingebracht. Das ist schon mal gut.
Wir sind jetzt kurz vor der Ergebnispräsentation hier in Leonberg von den Ergebnissen, die die Jugendlichen den ganzen Tag erarbeitet haben. Und ich glaube, es ist Anspannung im Raum zu spüren, weil alle wissen, dass Leute kommen, die echte Entscheidungen treffen. Amtsleiter, der Oberbürgermeister, aber auch Vertreterinnen und Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen werden gleich zu uns stoßen, um sich anzugucken, was hier erarbeitet wurde. Und ich bin auch sehr gespannt, weil alles, was die Jugendlichen hier zusammengetragen haben, sind Dinge, die sehr auf dem Boden geblieben sind, die man wirklich machen kann. Also es geht um so Fragen wie, warum kontrolliert uns die Polizei so oft? Also warum halten die uns für Verbrecher? Oder so Themen wie, ich wünsche mir ein Netz an einem Fußballplatz, das im Tor fehlt, damit wir den Ball nicht immer hinterherrennen müssen. Das sind alles kleine Dinge, die man konkret hier vor Ort lösen kann, durch Gespräche oder eben auch durch konkrete Maßnahmen. Und deswegen bin ich wirklich gespannt darauf, wie viel Zusagen heute die Politik auch machen wird. Ja, super cool. Und wie hast du jetzt hier so die Mitarbeit der Jugendlichen und Kids hier vor Ort erlebt? Wie waren die am Start? Haben die Lust? Also hier sind 180 Jugendliche und die haben unglaublich viele Ideen und die haben unglaublich viel Lust. Die haben sehr, sehr konzentriert an den Sachen gearbeitet und ich glaube, die freuen sich auch richtig drauf. Und das merkt man jetzt gerade auch, dass es jetzt gleich losgeht mit der Ergebnispräsentation. Wer sind Sie und in welcher Rolle sind Sie hier? Klaus Brenner, ich bin hier als Baubürgermeister Stadt Leonberg. Und welche Themen haben Sie jetzt hier schon mitgenommen und aufgenommen? Viele Themen aus meinem Dezernat, Bereich Stadtentwicklung, Bauen, Park, Stadtpark ist ganz, ganz großes Thema, Thema Sicherheit, auch ganz pragmatische Thema Müll, Thema wo kann man sich treffen, wie kann man, gibt es Grillmöglichkeiten? Und aber aus das Thema Handel, aus Thema, inwieweit gibt es Läden denn für Jugendliche? Meine Kinder sind 15 und 17, also auch in ähnlichem Alter und die sehen das ähnlich. Also von daher kann ich das auch gut nachvollziehen, dass man nicht nach Stuttgart fahren muss, dass wir hier vielleicht in eine Disco gehen kann, dass wir hier in Leonberg zu, jetzt sage ich mal, Namen H&M oder wem auch immer, da fehlen einige Namen. Und auch das haben wir natürlich als Stadt nicht die Möglichkeit, selber eine Disco zu betreiben. Aber wir haben die Möglichkeit, hier die entsprechenden Leute zusammenzubringen im Sinne der Jugendlichen und im Sinne der Anregungen, die aus dem Rahmen heute hier auf uns zukommen. Und was mir auch gut gefällt, ist, wie man versucht, das gemeinsam zu machen. Wie man versucht, nicht für unsere Schule oder für unseren Bereich zu sagen, wie können wir denn zusammenkommen, eine Disco zum Beispiel oder den Stadtpark, wo man gemeinsam sich trifft. Oder wie können wir gemeinsam die ausländischen Jugendlichen oder die Flüchtlinge integrieren. Hat mir sehr gut gefallen. Was mir ganz wichtig erscheint, ist, ich fand, es herrschte hier ein sehr guter Geist. Also ich war auch nicht wie die Gemeinderäte, auch nicht an allen Städten, sondern an einigen. Ihr hattet den Eindruck, es herrschte wirklich ein guter Geist. Und das ist im Zusammenleben einer Stadt enorm wichtig. Und der letzte Punkt, der mir wichtig ist, das wird jetzt darum gehen, dass das, was wir von der Politikseite her angekündigt haben, wir dann auch umsetzen. Und ich hoffe auf einen geneigten Gemeinderat, der dann auch die dafür erforderlichen Ressourcen finanzieller und personeller Art zur Verfügung stellt. Dann werden wir ein ganzes Stück nach vorne kommen. Und der letzte Punkt, das geht nicht in diese Reihe rein. Nochmals vielen Dank, euch ein schönes Wochenende. Und beobachtet, ob wir das auch machen.